Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Am Ende der letzten Folge habe ich gesagt, wir besprechen das mit dem Chat, was jetzt hier passieren wird. Haben wir nicht gemacht, sondern ich dachte mir, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn YouTube, wenn ihr als Zuschauer das auch mitkriegen könnt. Also. Der Vorschlag war, das Gebiet zu nennen, in dem ich suchen soll. Ich gehe jetzt nochmal gedanklich kurz einmal die Gebiete durch. Startgebiet, weiß ich nicht, nee. Also Majula und dazwischen, nee. Hier habe ich das Tor gefunden im Wald der gefallenen Riesen. Heides Flammenturm habe ich keins gefunden. Ich guck mal ganz kurz hier runter, aber da war, glaube ich, auch nichts. Meine Überlegung ist. Nee, hier war nichts, ne? Hier komme ich direkt hoch zu dem Boy. Meine Überlegung ist, dass ich mir jetzt auch erstmal nochmal angucke, was sich hier unten finden lässt, ob da irgendwas aufgegangen ist. Von solchen Gebieten oder solchen Gegenden mit diesen Schlangenschreinen hatte ich ja schon mehrere gesehen. Ob ich da nochmal in jeden rein muss, boah, keine Ahnung. Also Moment, wir machen oben weiter. Da nicht, da in der Niemandswerft. Kurz überlegen. Nee. Ich könnte mir vorstellen, dass in der verlorenen Festung, dass da noch irgendwo eine Ecke ist. Da habe ich nämlich eine ganze Ecke nicht durchsucht, glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Hier bin ich auch ziemlich schnell durchs Erntetal, bin ich ziemlich schnell durchgerannt. Im Jägerhain. Bei den Untoten. Bei dieser Untotengruft, die dort war. Da vielleicht drin? Möglich. Eisenschloss. Lasst mich kurz überlegen. Eisenschloss. Einmal alle Wege, die ich gesehen habe, ablaufen. Gedanklich. Sehe ich jetzt nicht. Hier könnte es auch sein. Türen des Pharos. Einmal kurz überlegen, stand ich dort irgendwo vor so einer Tür? Nicht, dass ich wüsste. Was haben wir hier? Heiligengrab. Heiligengrab war die Nummer mit der Ratte. War da irgendwas? Könnte sein, glaube ich aber jetzt gerade nicht. Gruft der Untoten. Moment, Gruft der Untoten. Da bin ich hingekommen. Oh, warte. War nicht hier so eine Tür? Nee, die ist offen. Okay, nee, da bin ich rein. Aber war da noch eine Tür dahinter? Nee, sieht nicht so aus.
da bin ich. Das sind erst. Nee. Okay. Ich müsste hier wirklich zu lange. Zu lange überlegen und Backtracking betreiben und mich. Das sehe ich nicht. Das sehe ich auch nicht als besonders spannend zum Zuschauen. Meine erste Anlaufstelle wäre. Meine Anlaufstelle jetzt wäre. Ah, warte, ich habe noch eine Idee. Da gucke ich nochmal schnell hin. Und zwar. Die sind ja nicht aufgegangen, die Türen. Wie komme ich da jetzt am blödsten hin? Ich probiere es. Da oben war noch eine Tür. Hinter dem Geist. Ich guck mal, ob ich ohne den Ring, ob sich hier irgendwer bewegt, dass ich hier rauskomme wieder. Ob der Boy, der da oben ist. Ja, guck mal. So. Legen wir ihn gerade wieder an. Oh, die Tür ist jetzt offen. Ah ne, die habe ich geöffnet. Stimmt. Ah, hier war ich schon drin. Ah, Mist. Ja, alles klar, nee. Also, bevor ich jetzt hier jedes Gebiet nochmal durchlaufe und mir einfach nicht sicher bin, hätte ich einmal bitte gerne das Gebiet. Wo soll ich suchen? Ist es die verlorene Festung? Gibt's da noch eine? Aha. Okay. War da noch mal eine Tür? Dum, 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 dum. Da lang. War hier noch mal was? Nee, doch, hier geht's runter. Was war hier? Da war nur ein Loot. Ich wollte Riesen verbrennen. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, wenn ich dort bin, mal gucken. Hier oben irgendwo? Nee. Hätte auch fast wieder vorbeigehauen, der Kollege, ne?
Okay. Ah, das ist ein Riese, den wollte ich. Wait. Nee. Muss ich jetzt zu jedem von diesen dämlichen Bäumen? Wie viele gab's da? Gedenken an Orro. Who the fuck is Orro? Ja, danke fürs Gespräch. Okay, vergesst es. Wir gehen weiter. Oh, okay, nope. Ich glaube, ich bin hier falsch. Keine Ahnung. Dann doch nach unten. Aua, 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 nein, 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 nein. Irgendwo gab es hier einen anderen Weg. Hier. Oh, what the? Okay, holy shit. Ah. Okay, weißt du was? Riesenseele. Warum? Okay, jetzt konnte ich hier nicht rennen. Okay, whatever. Oh, Scheiße. Hä? Wild. Gibt's hier nicht ein näheres Leuchtfeuer? Dass die zwei noch am Leben sind, das wundert mich. Ich bin ja irgendwann einfach dran vorbeigerannt, ne? Nur noch einer. Ach, guck mal.
Muss ich dann bei Dennis auch noch diesen Baum aktivieren? Wahrscheinlich, ne? Ganz vergessen, dass ja diese Bäume noch am Start sind. Dass die ja auch da dazu gehören. Ha. Na komm, lass mich rein. Ladesequenz. Saublöd. Jetzt muss ich ja fast einmal alles... Nee, hier sind ja auch so Schildkröten. Ey! Nicht auf mich schießen, Jungs. Uncool. Das Dämmerungskraut. Ha. Seelengefäß. Was auch immer das bedeutet. Hier fehlt mir doch jetzt was, oder? Oder ging es um die Riesenseele, dass ich die hab besorgen müssen? Moment. Sieht die irgendwie besonders aus? Aha, guck mal. Riesenseele. Die Seele eines Riesen, die kann ich auch nicht benutzen. Doch, könnte ich. Aber ich glaube, es geht um diese Seelen. Okay. Also ich vermute, dass es um diese Seelen geht. Das heißt, ich werde mal noch gucken, was ist bei Dennis unten. Da müsste es ja dann auch noch eine geben. Das war auch hier, glaube ich. Ich glaube dort. Boah, ey Leute. Mit. Jetzt hat. Ein Riese ruht in Frieden. Wow, okay, nee.
Ha. Ey, es tut mir wahnsinnig leid. Ich stehe absolut auf dem Schlauch. Ich habe keinen Schimmer, was zu tun ist. Bin gerade am Überlegen, ob ich irgendwie noch... Ob es hier noch eine Ecke gab? Nee, da ist die Tür aufgegangen. Ich gucke mir einmal kurz die Ecke unten bei dem... Bei dem Eisen-Fist-Dämon da an. Dieser unendlich lange Weg, der mir wäre erspart geblieben, wenn ich diese dämliche Leiter nicht übersehen hätte, die hier war. Ich gucke mir jetzt auf jeden Fall mal an, wie es da oben aussieht. Wahnsinn, die ist aber auch... Die sieht aber auch so verzweigt aus wie so, keine Ahnung. What the fuck? Die, als ob sie zum Ding gehören würde. Als wäre es einfach nur Struktur des Balkens, der da dran ist. Ach, guck mal, so macht man auch die Dinger aus. Ja, witzig. So macht man auch die Feuerchen aus. So. Jetzt mal schauen, ob hier irgendwas anders ist, wenn ich hier reingehe. Ha! Schau mal an. Okay. Das hier geschriebene Zeichen wird aus weiter Ferne heraufbeschworen. Keine Ahnung. Da steht das Gleiche. Gut, aber schauen wir mal, wo uns der Aufzug hinbringt. Oh. Okay. Wo sind wir hier? War ich hier schon mal? Kommt mir das irgendwie bekannt vor? Nee, nicht so richtig.
Schmelzerkeil. Die Gegend sieht nice aus. Ja, hat was. Nebelturm. Ach, guck mal. Nebelturm habe ich schon mal gehört. Ja, irgendein Aufzug, der mich dann dahin bringt. Drohngeschoss. Also sind wahrscheinlich diese Schlüssel, die ich bekommen hatte. Sympathie der Riesen gewährt Zugang zum Thronzimmer unter dem Schloss. Da war ich schon, hab die Thronwächter gekillt. Herrscht des Aschenebels. Steigt hinab in die Erinnerung der Vergangenen. Vom uralten Drachen erhalten Aschenebelform. Die Magie des uralten Drachen ermöglicht es euch, in die Erinnerung der Vergangenen hinabzusteigen. Ah! Dadurch konnte ich erst überhaupt in diese Bäume reingehen und mir dort die Riesenseelen besorgen. Was auch immer die mir jetzt gebracht haben. Aber das Zugang zum Thronzimmer haben wir ja jetzt gemacht. Also, okay, ich laufe hier jetzt einfach mal weiter, weil ich glaube, boah, da waren, boah, wie viele. Warum darf ich dich nicht anvisieren? Hör mal auf, bitte. Ich will dich anvisieren. Schmelzerkeil benutzen. Okay. Seele der Aschebraut Nadalia. Ha. Pflanzenbalsam. Okay. Autsch. Autschi. Ja. Okay, okay. Alter Schwede, was hier los ist. Mein Gott, nochmal ein ganzes Gebiet. Da ist nochmal so ein Ding. Oh Mann. War
Schwarzkraut, Balsam, was auch immer. Sense plus 7, okay. Prismastein. Ja, wartet mal kurz. Scheiße. Och nö, muss ich jetzt von da oben wieder da runterlatschen? Miese Nummer. Aber ich glaube, ich probiere mal kurz aus, ob der fette Zweihänder die vielleicht one-hittet. Vielleicht macht der da ja nun One-Hit und ich muss mich nicht so viel hier durch die Gegend quälen. Ja, wäre auf jeden Fall ein One-Hit. Wenn ich sie im richtigen Moment erwische beim aus dem Boden klettern. Muss ich mich nicht lange mit denen beschäftigen. Das ist nice. War hier nicht noch einer? Ja. Kohleartiges Harz. Könnte einmal kurz gucken, ob hier noch mal was ist, aber nope. Ha. Ich bin versucht und ich werde tun. Okay. Schnauze. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Ah, das war vielleicht gar nicht so dumm, den da oben zu killen gerade. Erst das hier zu machen. Ich hätte draufhauen sollen. Okay, es ist eine normale Kiste. Menschenabbild. Bla bla. Ha. So, jetzt ist ein bisschen die Frage, wie stelle ich das hier an? Okay, einen haben wir schon mal. Scheiße. No! Fuck you, Alter. Oh Mann, ey. Ist das... Oh Mann! Dass da auch gleich drei von denen stehen müssen. Da könnte es schon die ein oder andere schwierige Stelle geben. Okay. Kriege ich hier Schaden? Ein bisschen. Muss nicht sein. Dann laufen wir lieber außen rum. Wenn man den Schaden an der Stelle vermeiden kann. Wobei, ich könnte natürlich auch... Mal gucken, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt. Dass ich mich nicht so hart da durchkämpfen muss. Alter. Ich hab's mir fast gedacht. Nauze. Easy Souls. Oh Mann. Oh Gott.
Über so einen Scheiß kann ich mich dann freuen, ey. So nämlich. So ist das Ganze schon wesentlich einfacher. Nice. Uh-oh. Nope. Warte mal kurz. Aschebrot Nadalia, nochmal. Haben wir hier eventuell. Können wir es uns hier. Ah ja, guck mal. Ich glaube, da kann man vielleicht eine Abkürzung machen, dass wenn das Ding hier hochfährt, dass ich mich dann nicht so hart hier durchquälen muss. Aber aktuell würde ich lieber mal den normalen Weg nehmen. Hallo? Hallo? Keiner da. Gott, was? Nee. Nee, nee, nee. Ich hab werd nicht so gerne mit Ölfässern beworfen oder sowas, egal was ihr da habt. Sind das Explosionsfässer? Ja, das sind Explosionsfässer. Alter. Ihr wollt mich doch verarschen. Okay, ciao. Lloyds Talisman. Ganz, ganz wichtig, dass ich die so schnell killen kann mit dem dicken Schwert. So, jetzt ist die Frage, wie viel Sturz überlebe ich mit dem Katzenring? Probiere ich es aus? Nee, das killt mich, oder? Das wird mich selbst mit Katzenring killt mich das. Aber weißt du was? Wisst ihr was? Ich hier jetzt tun werde. Ich werfe eine Bombe nach denen. So. So nämlich. Dämliche. Aha. Wow. Willst du nicht noch mal ins Feuer reinstellen? Oh Gott, 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 oh Gott. Danke. Man muss es sich wirklich nicht schwerer machen, als es ist. Ah. Was machen wir mit dir? An dir laufen wir einfach vorbei.
Ist hier noch einer? Nur du? Ah, dann ist okay. Nice. Aua. Saftsack. Bei der Truhe war ich mir nicht ganz sicher. Testus plus 8. Okay. So, jetzt hätte ich gerne... diese Abkürzung da freigeschaltet, ehrlich gesagt. Aha. Alles klar. Nö. Warte mal, von wo bin ich gekommen? Von hier bin ich gekommen. Ja, das hier würde ich gerne einen Ticken weiter nach oben fahren, dass ich dann von oben dann drauf... Aber nee, ich habe jetzt das Leuchtfeuer. Scheiß drauf. Brauche ich ja gar nicht mehr. Aber eventuell ist das noch hilfreich für irgendwas. Ja, rechts oder links? Weiß ich nicht. Oh, hi. Hallo, Jungs. Kannst du bitte nicht? Danke. Aha, noch eine Tür. Öffnet sich nicht von dieser Seite. No! Nee, da steht schon wieder einer mit einer großen Keule. Ja, wusste ich, dass das eine Falltür ist. Flammenquarzring. Ach du Scheiße. Okay, also ich... Ach du meine Güte. Okay. Uff. Ich wusste, dass es eine Falltür ist. Ich wollte mal gucken. Ich wollte mal gucken. So, okay, also. Das ist alles großer Mist hier. Na gut, dann schauen wir mal zu den Boys da unten. Ah, die waren da drüben. Was ist hier noch? Hä, was ist das alles hier? Verwirrung. Ich bin verwirrt. Zu den Jungs, dort hinten wollte ich. Genau, hi. Einmal die Hütte explodieren lassen, bitte. Jawollo. So, nu? Ist die große Frage. Ist das jetzt so viel besser, dass ich hier ankomme? Und der mit seinem riesen Drachenzahn mir eine überbrät? Ach, scheiß drauf. Einer weniger. Ah! Scheiße. An der Leiter hängen geblieben. Brrr.
Das ist voll assi, Alter. Das ist voll assi. Ah, nee, hier will ich gar nicht hin. Oh, Entschuldigung. Zu euch wollte ich nicht. Tut mir leid. Bleibt ruhig dort. Komm nicht wieder. Oder aber... Ich finde vielleicht doch einen Weg an der ganzen Nummer vorbei. Weil was soll ich denn mit dem Unsinn überhaupt? Was sind diese Seelen? Sind das einfach wieder nur irgendwelche... Hier, die da. Kleines Seelenfragment. Brauche ich die alle? Schon entmutigt gab sie ihre eigene Seele auf und klammerte sich an die Erbstücke des alten Königs. Das kann in diesem Zustand nicht verwendet werden. Scheiße, ich brauche alle. Also das heißt, ich muss die da unten platt machen. Ach, jetzt sind wir hier wieder bei der Tür. Ja, lass mal. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, Digga. Weiß ich jetzt auch nicht, Digga. Ach, die fallen von da oben runter, die Schweinebacken. Das heißt, ich muss die da oben eh erst killen. Wow. Ja, dann kill ich die da. Dann machen wir erstmal obenrum alles platt. Oh, nö. Ich hätte gerne einen besseren, eine bessere Stelle irgendwie, einen besseren Angriffspunkt da unten, aber das wird mir wohl verwehrt bleiben, schätze ich. Warum geht dieser Aufzug nicht? Keine Ahnung. Ja, an dir finde ich die schwarze Feuerbombe etwas verschwendet. Die brauchen wir für deine Kumpels da drüben. Für die hier. So, und dann haben wir hier nämlich ein... Wow. Das hat wunderbar funktioniert, nicht? Ah, oh, da wünsche ich mir einen Homing, einen Homing-Schlag, wie die Gegner den bei mir haben in solchen Situationen. Puh. So ungefähr da steht er. Wichtig. Tschüss. Kommt jetzt einer hoch? Könnt ihr klettern? Nee. Kann keiner von euch klettern?
Was auch immer mir da unten gerade so viel Schaden gemacht hat. Der Bogenschütze von da hinten. Der Saftsack. Oh oh. Es wird eng. Hat noch geklappt. Sehr gut. Er ist fast tot. Er ist fast tot. Komm her. Nee, jetzt nicht mehr. Traut sich nicht mehr. Ach komm, ey. No. Ah. Hätte doch jetzt wohl noch hier rund. Einmal hätte er noch herkommen müssen. Ah! Scheiße. Ich dachte immer, die Bosse in Dark Souls sind schwer, aber nein, es sind nicht die Bosse, die schwer sind. Es gibt ab und zu mal vielleicht einen nervigen Boss oder so, ja. Aber schwer? Nee, schwierig ist das zu den Bossen kommen manchmal oder die Wege finden oder keine Ahnung. Solche Dinge. Ja, alles gut. Scheiße. Da ist halt auch nochmal so eine Falltür, ne? Dieses Rumgeficke, weil die da so blöd rumstehen, ey. Ohne Witz, da würde ich lieber 100 Mal in den Boss reinlaufen, als mir hier diesen Unsinn anzutun. Gegen diese 3 Hanselis hier. Ja, wow, danke fürs Gespräch. Und dass da unten so viele stehen, ist einfach so eine miese Arschlochnummer. Was? Was? Ich bin von der Treppe gefallen. Oh Mann. Ey, ja, du mit, dass du auch noch sprinten kannst, ey. Es ist so dumm. Ah! Ich hämmer auf B wie ein wahnsinniger Trauruf. Und ach ja, komm, ich warte noch mal eine halbe Sekunde, bis der Schlag auch ja durchgeht. Wie oft soll ich denn noch die Rolle triggern? So eine Kacke, ey. Jetzt habe ich dann bald keine Bomben mehr. Wo bin ich hier jetzt überhaupt? Da muss ich hin. Eher meine armen Finger. Ich glaube, dem Controller hat das gerade weniger wehgetan als meinen Fingern.
Jetzt habe ich keine Bomben mehr. Dann hau ich halt auf euch drauf. Jetzt geht's mir gerade auch. Jetzt ist mir gerade egal. Bastard, ey. Einmal zu viel geschlagen. Ich wollte eigentlich weg hier. Ach komm! Weil seine Keule noch meine Ferse streift, ey. Oder der Rauch seiner Keule mir um die Füße schmeichelt. Deswegen kriege ich noch den vollen Schaden dieser Keule ab. Mann, ey. Warum hau ich denn dreimal zu? Warum hau ich nur dreimal zu? Der dumme Bastard mit seinem Pfeil- und Bogengedönse hier. Hau ab! Dass da noch einer sitzen muss. Wie komme ich denn da links hoch eigentlich? Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Scheißdreck, ey, dann muss ich dann durch irgendein Dreckslabyrinth laufen, um zu einer Falltür zu kommen, wo ich dann in so eine Bastardgegend reinfall, wo wieder 100 Leute auf mich warten, ey. Leck mich doch am Arsch. Mann, ey. Was seid ihr? Wasser. Waren das jetzt Wasserkrüge? Keine Ahnung. Ja, klar. Oh Mann. Erstmal kriegt er wieder von mir keinen Schaden, wenn ich von oben drauf hau. Und dann kommen einfach plötzlich alle 5 Angriffe gleichzeitig. Mann, wir haben wieder die Shitshow des Jahrtausends am Start, ey. Oh, Mann, ja, komm, scheiß auf deinen Damage, ey, fuck you, ohne Witz. Fick auf dich, ey, dann sauf ich mir halt ein. Wo ist der Gegner, der hier steht? Hier steht gar keiner, ich dachte, da steht einer. Warum gibt's denn diese Falltür, wenn da kein Gegner steht? Okay, da steht keiner. Wie komme ich zu dem anderen darüber? Geht schon wieder diese Shitshow los, dass man beim Fallen keinen Schaden von oben macht. Weil, boah, keine Ahnung, ey. Ob du den getroffen hast, weiß ich nicht. Aber eins kann ich dir sagen. Der Staub von der Keule vom Gegner, der hat dich getroffen. Und zwar richtig, richtig hart. Deine Füße waren voll mit Staub. Scheißdreck, ey. Tür lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Mann, ey.
Unten komme ich auch wieder nur dahin, wo ich schon war. Ich will eigentlich woanders hinhüpfen, einfach tiefer. Aber ich brauche ja die Scheiß. Ich brauche ja ihren dämlichen Seelensplitter-Drecksdinger, den die dumme Nuss da unten mit sich rumschleppt. Ah. Die Keule, ey, die haut mir. Das ist auch schon wieder so ein Ding, ne? Diese dämliche Keule. Warum muss da jetzt ein Gegner mit einer riesen Keule mir drin stehen? Ja, ich weiß, warum sich die von der Seite nicht öffnen lässt, aber. Oh. So, das ist das hier. Ja, keine Ahnung, ey, wisst ihr was? Ich werde jetzt nicht anfangen, nach oben zu rennen, um mir da irgendwo einen Hebel zu suchen. Ich hab's vorhin fast geschafft. Ich mach's auf dem Weg. Nee, falsch. Da lang. Oder? Muss ich hier lang? Ja, ich muss hier lang. So, wenn wir da hinten runterhüpfen, dann kriegen wir wenigstens einen schon mal vorher kaputt. Ja, Jungs, hättet ihr euch mal nicht mit explosiven Fässern zwischen explosiven Fässer gestellt, dann wärt ihr jetzt vielleicht noch am Leben. Okay. Nope. Das war nix. Ah! Die Riesenkeule! Der Kopflose mit der Riesenkeule! Vier Stück! Vier! In den winzigen Raum gesperrt! Wovon man den einen dann von oben nicht mal treffen kann, weil. Ah, nee, nee! Den stellen wir einen halben Meter so hin, das ist gar nicht so, dass du nicht immer von oben triffst, sondern nur manchmal, wenn es gerade passt. Wollt ihr jetzt in die Luft fliegen oder nicht? Ihr miesen Ratten. Die gehen gar nicht auf mich los. Ich dachte, die rennen jetzt voll auf mich drauf. Machen sie aber gar nicht. Na, stehen jetzt blöd in der Gegend rum. Nee. Ja, klar. Die Todesreichweite ist am Start. Wo war jetzt der Dicke? Bin ich blind? Da ist der Dicke.
Mann, ey, Leute, echt. Ist das bescheuert? So was Blödes, ne? Ich muss jetzt den Aufzug hochbringen irgendwie. Der fährt aber nicht von alleine hoch. Ach, das ist so doof, ne? So doof. Alle anderen Aufzüge fahren von alleine hoch. Das ist, da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, das ist schon wieder so eine richtig inkonsistente Kacke hier. Was soll das? Alle anderen Aufzüge, da stellst du dich drauf, der geht von alleine hoch. Aber der Aufzug, der da drunter einen Geheimgang hat, bei dem machen wir es anders. Pisser, ey. Kein Bock auf euch, explodiert gefälligst. Danke. Ah, danke. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Wie er hüpfen kann, obwohl über ihm eine fette Betonwand ist, hüpft er einfach da durch. Ist ja kein Problem. Aber hey, geil. Betonwand. Woo, hüpfe ich einfach durch. Ich habe ja keine Kollision. Ich bin NPC. Ich brauche keine Kollision. Ich bin NPC. Kollision für den Arsch. In solchen Momenten hasse ich dann wieder das ganze Design hiervon. Ganz ehrlich. Also, ist wirklich. Das ist doch scheiße, sowas so zu machen, dass er dann durch Mauern durchhüpfen kann. Dass Gegner durch Mauern schlagen können. An sich, das Spiel selber macht mir ja Spaß. Aber wenn es fair ist und nicht künstlich unfair wird, einfach dadurch. Kannst du mal bitte jetzt darüber laufen. Wie wär's? Danke, komm. Hopp, hopp. Rüber mit dir. Da rein, bitte. Ja? Ja? Los, runter mit dir. Jawohl, danke. Wenn ich jetzt diese Bombe auf mich selbst werfe, weil er nicht durch dieses Loch werfen kann, ne? Oh Gott, es ist keine Feuerbombe. Es ist keine Feuerbombe, ich habe keine Feuerbomben mehr. Richtet Finsternis und Magieschaden an. No! Ach, Mann, ey. Habe ich nicht irgendeinen Bolzen, der explodiert vielleicht? Hier, Blutungspfeil, Giftpfeil, Finsternispfeil, Magiepfeil, kein Feuerpfeil. Feuergroßpfeil, für den ich keinen Bogen habe. Tja, dann können wir nur hoffen, dass wenn du dieses Fass fallen lässt, Kollege, er geht genau in dem Moment zur Seite, wenn ich drück, ne? Ah, super. Hallo, du sollst sterben. Ich will was ausprobieren. Kannst du aufhören, hin und her zu laufen?
So, steht der noch da unten oder was? Oder wie oder wo? Nee, da steht keiner mehr. Was auch immer mich jetzt hier wieder getroffen hat. Nee, nicht die Bombe. Er wirft die Bombe. Er wirft die Bombe, statt zu saufen. Lol, jetzt ist er kaputt gegangen. Jetzt war er kaputt gegangen, der Große. Da kann das Spiel nichts dafür. Nee, das ist richtig. Ich habe auch über mich selber gesprochen. Mit er. Nicht wirklich, aber... Ihr wisst, was ich meine. Echt keinen Bock auf die hässlichen Dinger hier. Nee. Rauf mit dir, und zwar flott. So. Ist da jetzt noch einer in der Ecke? Ich glaube, da steht jetzt noch einer in der Ecke, kann das sein, ja. Könnt ihr mal irgendwie euch organisieren da unten? Ja, von mir aus macht ihr ihm Schaden. Wenigstens haben wir den Bogenboy nicht mehr am Start. Oh oh. Ja. Ist okay. Tschüss. Ah, ist der von oben mittlerweile auch runtergehüpft, oder? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe es nicht richtig, ob da oben noch einer drin steht oder nicht mit seinen Feuerbomben. So, ist jetzt einer hier unter mir oder nicht? Nice. Darauf habe ich doch gehofft. Schon beim ersten Mal, als ich das gemacht habe. Er haut daneben. Er haut daneben. Geht doch, Mensch. Ach ja, genau. Ach ja, genau. Komm, halt die Schnauze jetzt. Ismalda, ist Esmeralda, keine Ahnung, wie du heißt. Nadalia. Wusste doch, irgendwas mit Esmeralda. Boah, wir sind ja schon voll drüber, ey. Voll über der Stunde drüber. Ach, wow. Ich muss jetzt aber... jetzt aber schnell ein Leuchtfeuer finden. Nach Esmeralda. Oh nee. Tschüss. Gut, dann probier es einfach hier.
Danke fürs Einschalten. Leute auf Twitch, bleibt da bitte. YouTube, danke fürs Einschalten. Hier geht es gleich weiter. Gleich die nächste Folge aufnehmen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ihr, die hier mich begleitet habt bei diesem grausigen Part dieses schrecklichen Turms mit Gegnern, die durch Wände springen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.